Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich auf der Logimat und möchte Ihnen hier unseren Arbeitsplatz 4.0 einfach mal vorstellen. Im Mittelpunkt hierfür steht das Thema Ergonomie. Einmal das Thema körperliche Ergonomie, dass wir unseren Arbeitsplatz in der Höhe versenken können. Für mich wäre die richtige Höhe eher etwas höher. Für kleinere Mitarbeiter kann man es auch runter tun. Wir haben die Ablagenflächen sehr gut platziert, sodass man keine langen Wege hat und alles hat. Wir haben eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und kommen nun zu dem Thema Intelligenz unseres Arbeitsplatzes. Wir haben hier einen Monitor, auf dem der Ablauf des Packvorganges oder Montageprozesses gezeigt wird. Parallel unterstützen wir dieses auch damit, dass wir auf dem Arbeitsplatz die Informationen zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt einfach drücke, okay, wir möchten mal losmachen, nehme ich einfach den Karton, lege ihn hin. Er wird automatisch erkannt. Hier wird mir angezeigt, wie hoch das Packvolumen ist. Und ich lege nun, so wie dort gezeigt wird, ein Bauteil nach dem anderen. Wenn ich nicht auf den Monitor schauen möchte, kann ich auch hier unten hinschauen. Auch hier ist mir die Information angezeigt, welches ist das nächste Bauteil. Und ich lege eins nach dem anderen rein. Das System erkennt es, bestätigt mir, dass es das richtige System ist. Und es ist egal, wie rum ich es reinlege. Er erkennt, dass es drin ist. Und sobald alles gut ist, beendet er das System. Das ist das Thema Packen, was sie mit verschiedenen Packstücken machen kann. Er kann auch zählen. Und wenn ich ein anderes Produkt nun montieren möchte oder kommissionieren möchte, drücke auf den Button und er zeigt mir an, bitte los. Ich lege einfach die Teile, so wie es mir gezeigt wird, auf den Arbeitsplatz. Hier simulieren wir eine Montage. Eine Kommissionierung würde ganz genauso gehen. Hier zeigt er mir, welches ist das nächste Produkt, was du nehmen sollst. Wenn du es so verbaust, also eine S-förmige Kurve machst, dann hast du es richtig gemacht. Ich lege es hin und sofort wird es als richtig erkannt. Das gleiche ist mit den weiteren Bauteilen, wo er mir anzeigt, wie es zu tun ist. Wenn ich dieses Bauteil nun falsch aufsetze, so zum Beispiel hier, dann weist er mich darauf hin und sagt, Achtung, die Rotation stimmt nicht. Und wenn ich es immer noch nicht richtig mache und es nochmal falsch aufsetze, macht er das nochmal. Da ist das System einfach sehr geduldig, bis ich es richtig habe. Wenn ich es richtig rum aufgesetzt habe, erkennt das System es, sagt okay und zeigt mir hier den nächsten Schritt an. Ich baue ein System nach dem anderen auf. Wenn ich alles richtig gemacht habe, zeigt mir das System an, okay, du hast es richtig gemacht, du kannst das nächste Produkt packen. Das ist die Neuerung auf der Logimat, die mit großem Interesse hier aufgenommen wird. Herzlichen Dank.